Na dann. Oh wow, das sieht so schön aus. Oh, wie bei Schön und das Biest. Oh wow. Ich lieb's. Oh, ja. Schade. Okay, Haupthalle. Die kann man aber kaputt machen. Okay. Gibt's da irgendwas? Hallo? Natürlich. Dann gehen wir hoch. Dann gehen wir hoch. Mein Gott, das sieht so schön aus. Ich lieb's. Bitte, ich will da einfach wohnen. Aber ohne die Vampire, bitte. Wine Room. Die Geschichte der Weinherstellung auf Schloss Dimitrescu reicht bis ins 15. Jahrhundert zurück, lange vor der Zeit der derzeitigen Besitzer. Alcina Dimitrescu erweitert traditionelle Verfahren um ihre eigene Methode der Weinherstellung und verleiht ihrem Wein so ein besonders reiches Bouquet. Ihrem besten Jahrgang verlieh sie den Namen Sanguis Virginis, Blut der Jungfrau. Er lagert in einer Flasche, die kunstvoll mit silbernen Blumenornamenten verziert ist. Ja, die geheime Zutat ist Blut, ihr Ekeligen. Ach so, okay. Silberner Flaschenständer. Die wohl nicht. Okay. Next room. Dann eben dorthin. Ich habe mir diese Schwestern eher so vorgestellt, in so einem schönen Kleid und nicht in diesem furchtbaren Antlitz, in welches sie waren. Wir finden aber ziemlich viel Schießpulver hier. Was? Ich sehe, wir kommen hier nirgendwo hin. Schade, dann gehen wir wohl wieder nach Hause. Hahaha, so sieht man sich wieder. Duke, was machen Sie hier? Wenn es was zu verdienen gibt. Und, hast du deine Tochter gefunden? Nein. Wenn sie wirklich hier ist, hält die Herrin des Hauses sie doch sicher in ihren privaten Gemächern fest. Denkst du nicht? Dimitrescu? Genau die. Sieh dich doch mal dort um. Vielleicht hast du Glück. Apropos Umsehen, brauchst du irgendwas? Oh ja.
Danke für deine Treue. Norsteins Labyrinth. Norstein. Norstein. Ein Handwerker des späten 19. Jahrhunderts wurde in seinem Heimatland als Ketzer gebrandmarkt. Er wanderte umher, bis er sich in einem abgelegenen Dorf niederließ. Dort schuf er 4 Kugellabyrinthe, das Schloss, das Haus auf dem Hügel, das Wasserrad und den eisernen Turm. Kurz nach ihrer Fertigstellung hielt er sich eine Waffe an die Schläfe und nahm sich das Leben. Wow. Jedes Labyrinth ist einzigartig und funktioniert nur mit der jeweiligen speziellen gefertigten Metallkugel. Die Labyrinthe enthalten kristalline Überreste, bei denen es sich um die menschlichen Überbleibsel von Norsteins 4 geliebten Frauen handeln soll. Die Labyrinthe sind ihre Gräber. Ich kann nicht lesen. Interessant. Wow. La 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 la. Ja, okay. Na dann. Ich habe lange keinen Mann mehr aufgeschlitzt. Ich fessel dich. Schlitz dich auf und sieh einfach zu. Willst du tot oder lebendig verspeist werden? Ich kann mich nicht beherrschen. Juni 1958. Heute war mein erster Arbeitstag im Schloss. Ich war schockiert zu erfahren, dass die Bediensteten allesamt Frauen sind. Die Herrin und ihre Töchter waren überaus erpicht, darauf zu betonen, dass sie nicht beißen würden. Das war schon etwas merkwürdig. Ich arbeite jetzt seit 2 Wochen im Schloss und ich fürchte mich ein bisschen. Adela, eine der Dienstmägde, hat irgendetwas falsch gemacht und die Komtesse Daniela hat ihr mit einem Messer das Gesicht aufgeschlitzt. Jetzt kann ich sie nachts weinen hören. Es ist, als würden Geister durch die Gänge spuken. Ich will nach Hause. Ich weiß nicht mehr weiter. Die Komtessen haben sich beim Abendbrot beschwert, dass es zu heiß sei, also habe ich das Fenster geöffnet, wirklich nur einen Spalt. Und sofort haben sie mich angeschrien, alle 3, ich soll das Fenster zumachen. Jetzt habe ich Angst, dass sie mich in den Keller bringen und für immer wegsperren. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was soll ich nur tun? Ja, wie? Ja, was? Kommt ihr nicht mit runter?
Die Frau ist ein bisschen zu groß für ihre Türen. Jesus. Rust in Light. Na. Der Stuhl sieht bequem aus. Ja. Ich habe mir dieses Zimmer ausgesucht. Oha. Bestanden. Lala, abgelehnt. Lalalala. Dandor, Nadine. Okay. Very interesting. Let's go. Hallo? Irina, gesunder Appetit. Michael, gesunder Appetit. Gesunder Appetit. Ingrid, instabil. Teils übertrieben aufgeweckt. Aha. Was wurden hier für Experimente gemacht, ha? Was wurden hier für Experimente gemacht? Danke.
Ja. Junge, was? Cassandra kriegt aber auch nichts alleine geregelt. Nee. Blut ist so viel süßer, wenn das Herz des Opfers noch pulsiert. Dich gibt es zum Abend. Wo willst du denn hin, kleiner Mann? Deine Kugeln können mir nichts an. Du dreckige Missgeburt! Mamma mia! Moment! Ich fühle keinen Schmerz. Du wagst es, uns herauszufordern? Wait a minute. Okay, kurzer Überblick. Ich stopfe deine offene Kehle mit Würmern. Warte kurz. Das kann nicht sein. Stirb. Haben sie umgebracht.
crazy. Haben sie umgebracht. Hallo. Haben sie umgebracht. Oh, wow. Yes, we need this. Sanguinis Virginis. Ich bin so witzig. Money, money, money. Rückstoßkompensator. What? Ja. Hallo. Speisezimmer. Aha. Okay, jetzt verstehe ich. Wir gehen kurz speichern. Wir gehen kurz speichern. Ich habe mein Geschäft verstanden. Erweitert, komm, sieh dich um.